Liebe Freunde, liebe YouTuber, was sagt euch dieser Müll hier auf dem Schreibtisch? Genau, hier wurde gebaut. Und das, was gebaut wurde, ist, ach, Grund zur Freude, Grund zum Stolz, das Humidorium. Es ist fertig, olé. Ich habe mir bei eBay diesen wirklich hübschen kleinen Zigarrenkiste besorgt. Und habe gerade eben das gesamte Zeug da drin verstaubt. Ich werde bei Google Plus noch ein paar Bilder davon machen. Da sieht man dann sehr viel schöner, wie ich bei dem Bau dann doch einiges benutzt habe, wie beispielsweise ja, Blu-Tack, doppelseitiges Klebeband. Alles, was nicht ganz so sauber ist. Ich zeige mal so ein bisschen den Blick nach innen. Da sieht man, da drin ist der ganze Kram verbaut. Die Platine ist mit Blu-Tack reingeklebt. Das LCD ist tatsächlich mit doppelseitigem Klebeband und kleinen Holzblöcken dran gemacht. Man sieht hier hinten, da habe ich ein paar Löcher reingebohrt. Ich sag mal so, die größte Herausforderung, sowohl für die Löcher vorne als auch für die Löcher hinten, weil vorne hier nur die Warn- und die Hinweis-LED, größte Herausforderung ist, dass die scheiß Dremels nur 4 mm breite Löcher können, man aber für so eine LED ein 5 mm breites Loch braucht. Nun, damit ist mein erstes Bastelprojekt, seit der Paul Dogalinski mich mit dem Bastelvirus infiziert hat, fertig. Ich kann es abliefern, also nach Ostern kriegt es der Jürgen Kühner zugestellt und dann darf der sich überlegen, wie viel von seinem selbstgebrauten Bier mehr er dafür gibt. Ich hoffe, das ist doch einiges wert und der Aufkleber hackt. Also Leute, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei gehabt, euch meine Videos anzuschauen. Ich hatte einen Heidenspaß, diesen Kram zu bauen. Und jetzt brauche ich nur noch Ideen fürs nächste Bauwerk. Bye, bye.